Hallo lieber Löwe und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die zweite Monatshälfte im November, also den Zeitraum vom 16. bis 30.11. Ich bin Daniela und wir schauen direkt in die Karten für den Löwen und ich habe hier die Lemurianer gezogen und da geht es darum, dass ja, Hellsichtigkeit, Hellfühlen, Hellsehen, Hellwissen, dass diese psychischen Gaben aktiviert werden oder sich verstärken. Es mag sein, dass du dich einfach ein bisschen sensitiver fühlst und auch merkst, dass du dein Bauchgefühl einfach besser wahrnimmst. Ja, so. Wir sind in einer Allgemeinlegung. Ich weiß, sehr viele unterschiedliche Menschen schauen diesen Kanal. Es gibt welche, die sind spirituell sehr weit entwickelt. Es gibt welche, die sind noch ganz am Anfang und das meine ich gar nicht wertend. Aber ja, es mag sein, der eine wird einfach ein bisschen sensitiver, nimmt seine innere Stimme ein bisschen mehr wahr. Und es mag sein für diejenigen, die schon weiter sind, dass sich da auch wirklich etwas öffnen kann, was nicht nur dir selbst, sondern auch anderen dienlich ist. Ja, von dem her geht es eben um diese feinen, sensitiven, feinstofflichen Fähigkeiten für das Kollektiv der Löwen und einfach auch darum, der Intuition zu vertrauen. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, die Sache mit dem Bauchgefühl ist eben, dass das, was wir da wahrnehmen in uns, manchmal sowas verrückt ist, dass man sich wirklich überlegt, spinne ich mir da jetzt was zusammen? Und da gilt es einfach immer so diesen Weg zu finden zwischen diesem, verrenne ich mich total in was und mache ich gerade das Dümmste, was ich je gemacht habe? Oder ist es tatsächlich innere Führung und ich werde es bereuen, wenn ich der Intuition nicht folge? Eben je nachdem, was es ist, ja, und da gilt es einfach genau hinzufühlen und ja, sich möglicherweise eben auch mit anderen, ja, Hellsichtigen auszutauschen oder jemanden draufschauen zu lassen, der was davon versteht, ja. Und ich habe hier das Geschenk des Orakels, ja, also wenn du wirklich das Gefühl hast, dass irgendetwas mit deiner Intuition nicht stimmt oder das, was du wahrnimmst, total verrückt ist, ja, dann lass jemanden draufschauen, der was davon versteht. Ja, das mache auch ich in persönlichen Beratungen. Es gibt hunderte andere. Vielleicht hast du auch eine Freundin, einen Freund, mit dem du dich austauschen kannst. Und wir schauen weiter in die Tarotkarten für den Löwe. Ich habe hier die Fülle. Den Sieg und das Ass der Kelche. Und das sind alles Karten, die sagen, traue deiner Intuition und du bist auf dem richtigen Weg. Ja, also hier kommt eine ganze Menge Energie zu dir, eine ganze Menge Sensitivität. Vielleicht ist es manchmal auch schon ein bisschen unangenehm, eben je nachdem, was du spürst. Also sensitive Gaben, die sind ja nicht ausschließlich, wie soll ich sagen, die sind ja nicht ausschließlich zum Vergnügen da. Ja, also ich zum Beispiel, bei mir ist das ganz oft so, wenn ich zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel sitze oder irgendwo in einem Wartezimmer oder so, je nachdem, wer sich neben mir setzt, auch manchmal im Kino, deswegen gehe ich super ungern ins Kino. Manchmal, wenn Menschen sich neben mich setzen, dann fühle ich körperliche Schmerzen, was natürlich auch mit meiner Sensitivität zusammenhängt. Ja, und von dem her, Fülle ist schön, Fülle ist wunderbar, aber Fülle hat auch ihre negativen Seiten, vor allem wenn es eben zu diesem psychischen Gewahrsein kommt, zu dieser Sensitivität. Ja, also von dem her ist es wichtig, dass wir uns dann auch nicht verschließen, sondern eben dementsprechend richtig verhalten. Und wir haben hier die Königin der Stäbe, ja, und sie ist einfach total inspiriert von den intuitiven Impressionen, die sie in sich vernimmt. Und was die geistige Welt sagt, ist, folge diesen Inspirationen und
Ja, das wird dir gut tun. Das wird dich auf den richtigen Weg führen. Das wird dich, ja, das wird dich sogar sehr, sehr glücklich machen. Und auch hier das Ass der Kelche ist auch wieder diese überfließende Inspiration, überfließende Intuition, einfach so dieses innere Wissen, dieses Verbundensein mit dem göttlichen Geist. Ja, und es mag sein, dass dich das hier auf neue Wege führt. Das mag sogar sehr gut sein, dass dich das auf neue Wege führt. Ja, wo du im Prinzip weißt, ja hier, ich bin nicht zu 100% unglücklich da, wo ich bin, aber ich weiß, ich könnte noch mehr leben von meinem Potenzial. Ich könnte noch glücklicher sein. Ich könnte noch mehr aufgehen in den Dingen, die ich tue. Und obwohl hier das Feuer noch brennt, macht sie sich auf den Weg hier in den Sonnenaufgang, ja, dorthin, wo das Licht ist. Und das sehen wir einfach auch hier in dem Ass der Kelche, ja, dass einfach unsere Intuition uns manchmal sehr seltsame Wege führt, ja, wo man sich selbst wirklich die Frage stellt, ob man noch alle Latten am Zaun hat oder nicht. Und ihr könnt mir glauben, dass mir das mehr als 1000 Mal so gegangen ist, dass ich mich bei Dingen gefragt habe, bin ich jetzt verrückt oder nicht. Im Endeffekt hat es sich dann doch immer als wahr erwiesen. Und es ist auch bis heute noch so, dass selbst meine Inspiration für mich und meinen Weg teilweise so verrückt sind, dass ich mich frage, ja, habe ich noch alle Latten am Zaun? Verrenne ich mich da in irgendwas? Oder ist es einfach der größte Segen, der mir je in meinem Leben widerfahren ist? Ja, und was die Karten sagen hier, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das kommt aus deiner Intuition. Es ist an dir, ob du es annehmen willst oder nicht. Ja, aber der Weg ist siegreich und führt dich in tiefe Glückseligkeit. Das ist das eben. Wenn wir dem Weg der Seele, dem Ruf unserer Intuition folgen, dann führt uns das auf Wege, die wir uns selbst nie ausdenken würden. Ja, das ist so das, was ich mir dann auch immer sage. Wenn ich mir diesen Weg anschaue, der sich mir vorzeichnet, ja, und dann Kopfschüttel und mir sage, das hätte ich mir persönlich beim besten Willen nicht ausgedacht. Es muss also aus dem Göttlichen kommen. Weil ich würde so nicht denken, ich würde mir das so nicht aussuchen. Und manchmal ist es eine Herausforderung, diesen Weg zu gehen. Ja, das hier sieht so einfach aus, wie sie dem Licht hier entgegengeht. Aber eigentlich ist das auch gar nicht so einfach. Aber wenn es einfach wäre, wäre es auch keine Herausforderung. Und von dem her, ja, darfst du dich hier über ein Geschenk freuen, das aus der Intuition geboren wird. Und der Erd- und Luftdrache unterstützt dich dabei und er repräsentiert das perfekte Gleichgewicht von Himmel und Erde. Er sagt, bleibe ausgeglichen, erde deine Visionen, manifestiere deine Hoffnungen und Träume. Ja, lieber Löwe, soweit ein Blick für dich in diese zweite Monatshälfte. Es ist eine sehr, sehr hochschwingende Legung. Ich hoffe, sie war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich über Likes und Kommentare, vor allem über die Kommentare. Die sind so wichtig für den Kanal und auch für meine Arbeit hier bei YouTube. Und mit jedem Kommentar unterstützt du auch das, was ich hier tue. Ich freue mich auch mal ein bisschen zu sehen, wer da draußen meine Videos schaut, auch mal von euch zu hören. Dank dir fürs Zuschauen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Zum neuen Jahr 2025 gibt es wieder die persönliche Jahreslegung als Video zum Download. In dieser Legung schaue ich in die Energien des neuen Jahres hinein, schaue nach Segnungen und Herausforderungen. Diese Legung gibt wertvolle Inspirationen und Impulse. Die Plätze für diese ganz besondere Legung sind begrenzt, daher empfehle ich dir bei Interesse nicht allzu lange zu warten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite und den Link dazu wie immer unter dem Video.